Ja, guten Morgen, Checker-Freunde. Oh, wenn man es hört, das Fahrgeräusch vom Hyundai Kona. 64 kW haben wir. Also genau das Richtige. Wir fahren jetzt los zu unserer Langzeittour. Ich hoffe, wir schaffen gute 300 Kilometer. Wir haben optimale Temperatur. Also wir haben jetzt das Fahrzeug aus der Halle geholt. Also heute Morgen hatten wir bisher minus 7 Grad, glaube ich, wo ich raus bin. Aktuell zeigt das Fahrzeug minus 4 Grad an. Ja, das heißt, wir müssen heizen, Sitzheizung etc. Wir fahren auf Öko, wie immer, maximal 90 Stundenkilometer mit dem Cruise Control System. Und hier sehen wir aktuell, was geht. So, was verbrauchen wir, wie viel Prozent, was verbraucht die Elektronik, Rückgewinnung, kriegen wir da was hin schon mal. Ja, wir haben Stufe 2 Rekuperation, Grundeinstellung gemacht, nicht die 3, dass immer diese Nickbewegung drin ist. Und dann gehen auch nicht immer die Bremslichter an, hat nicht immer dieses Geblinke da hinten drin, ja. Ich hoffe, ich habe die Kamera optimal positioniert, dass man auch hier was sieht. Ich bin allerdings alleine unterwegs, kein Edgar dabei, der sonst immer die E-Tour mitfährt. Oder Checker-Kollege Stefan bzw. Kevin. Ja, ich hoffe, 300 Kilometer schaffen wir, gute 300 Kilometer. Und aktuell losgefahren sind wir jetzt bei 368. Und dann gucken wir mal, was sich da so tut. Ne? So, jetzt gehen wir hoch auf 90. Lang drauf bleiben, zack, 90. Spurhalteassistent schalte ich aus, der nervt mich. Ja, und dann lenkt er ja auch schon alleine und das Ding funktioniert, ne? Jetzt muss ich bloß gerade nochmal das Kabel hier hochmachen. So, also, wir sind auf unserer Tour, fahren Öko, nicht Öko Plus. Und schau, ich keine Heizung, ist kalt. Also, ich werde alle 50 Kilometer ein Stint machen. Jetzt klebe ich das kurz fest. So, ein Stint machen. Weil viele sich beklagt haben, ja, es ist zu viel, zu lang das Video. Ich werde ein langes und ein kurzes Video machen, da könnt ihr euch entscheiden, was ihr angucken wollt. Okay, nachher ein schönes Fazit. Ja, Assistenzsysteme funktionieren auch. Haben wir noch ein extra Video, Ambiente-Video, Licht-Video, System-Video von hier innen. Das komplette Fahrzeug-Video haben wir natürlich auch. Und ja, da fährt das sauber hoch, ne? Macht da wunderbar diese Geschichte. Ja, und dann fahren wir jetzt mal Richtung Kalf, Rottweil Tower, ne, wieder auf die Autobahn und dann zurück. Und dann werden wir sehen, wo wir nachher stehen, wie rekuperiert er, was verbraucht er im Durchschnitt. Und ja, ne, das macht er echt sauber hier, die Kurven hier. Also das ist echt wunderbar. Nimmt das super mit. Hat er gut gemacht. VMAX-Video gibt es noch, Beschleunigungsvideo. Gut, dann fahre ich jetzt mal ein Stück, 50 Kilometer. Aktuell 18 Kilowatt Fahrbetrieb, Klima 0, machen wir jetzt an. Elektronik 10%. Dann gehen wir mal auf Heat, machen 23 Grad, machen wir noch Sitzheizung an. So, Lenkradheizung. Ja, und dann geht's los. Und dann geht schon ein bisschen die Reichweite runter auf 334, ne? Von 368. Dann gucken wir mal, jetzt haben wir aktuell 1% Klima. Und dann gucken wir mal, was da so geht. Alles klar, bis später. Ja, Checker-Freunde. Ja, wir sind jetzt bei 46 Kilometer. Jetzt dachte ich hier auf der Geraden, schön Zeit. Jo, 46 Kilometer, 18,3 Kilowattstunden haben wir verbraucht. Jetzt kommen wir gerade Richtung Nagold. Wir haben ja auch hier drei Rekuperationsstufen mit den Pedals am Lenkrad, kann ich die betätigen, ja, und braucht dann echt sonst nichts zu machen. Also ich bremse eigentlich, wenn man es geschickt macht, sag wie jetzt zum Beispiel gar nicht, ja, das ist schon cool. So, jetzt gehen wir hoch Richtung Freudenstadt, Egenhausen. So, jetzt werden wir bergauf gehen, da kriegen wir natürlich wieder ein bisschen Kilowattstunden zusammen, ne. Dann müssen wir nur bei 50 langsam tun, langsam. So.
Wir haben jetzt zwei Striche von unserem Akku weg. 303 Kilometer Reichweite haben wir noch. Links haben wir Power und Charge, sprich Rekuperation. Das Coole ist auch bei der Rekuperation, wenn ich mal vom Gas gehe, sieht man es. Anne sieht man jetzt nicht. Okay, doch, hier. Da kommt es jetzt. Ich habe 0,04 Kilometer rekuperiert. Das heißt, er zeigt mir nicht die Kilowatt an, das finde ich gut, sondern die nicht die Kilowatt, was ich rekuperiere, die Energie, sondern die Reichweite, was ich mir wieder dazu gewinne. Da kann ich mir jetzt ein bisschen ein Bild davon machen. Was ist denn da passiert? Manchmal so, oh, Kilowatt, was ist das jetzt? Muss ich wieder umrechnen? Wie weit komme ich da? Und so ist wirklich cool. Vorher bin ich einen langen Berg runtergefahren. Also wir haben jetzt schon drei Berge hinter uns. Ja, Kalf hoch, Kalf runter, ins Tal, Wildberg, dann wieder hoch. Ich glaube, Schönbronn, wie das heißt, dann wieder runter jetzt ins Tal Richtung Nagold und jetzt hoch Richtung Freudenstadt. Da ist jetzt schon einiges passiert. An Berge, so richtig. So, gehen wir mal hier drauf. Ja, 87% über den Fahrbetrieb, Klima 9%, Elektronik 4%, Energierückgewinnung keine. Da kommt jetzt auch wieder wahrscheinlich eine prozentuale Zahl, wenn ich das runter mache. Und ja, war wahrscheinlich zu kurz, schätze ich mal. Ja, gehen wir wieder hoch. Kommt noch der LKW hinter uns und drückt uns weg. Auch ein schöner Balken hier, was gesamt an 100% verbraucht worden ist. Ne? Coole Geschichte. Ja, das zum Thema. So, hier habe ich noch die Möglichkeiten jetzt zu sehen, wie viel muss ich warten, wenn ich was lade. DC Gleichstrom, CCS oder Wechselstrom Typ 2 oder Steckdose. Ja? Was ich da so brauche, 2 Stunden 5, AC tragbar. 5 Stunden 5, das wäre Wechselstrom mit 4,4 kW maximal, beziehungsweise 2,5 kW. Eine Steckdose, ja, und hier Gleichstrom CCS, eine Stunde, 50 kW, beziehungsweise er kann sogar 100 kW ballern. Das ist schon cool, dann ist er mit 100 kW, wenn er leer ist, in 54 Minuten wieder voll, ja. Bis 50 kW macht er das in knapp 75 Minuten. Alles je zu 80% bei Gleichstrom. Und bei Wechselstrom Typ 2 Wallbox zum Beispiel mit 4,4 Watt. Das hat er mir angezeigt, was er reinbombt ins Display. Das ist auch cool. Und Steckdose braucht er halt. Dann braucht er 14 Stunden mit Wallbox 4,4 Kilowattstunden laden. Und mit Steckdose mit, ich sag mal, 2 Kilowatt, 2,5 Kilowatt, brauche 30 Stunden. 64 kW Akku. Ja. Das ist schon eine Hausnummer. Ich gebe euch gleich noch die Daten vom 39 kW Akku, was der da so braucht an Ladezeit. Ja, aber das sehen wir, wo wir stehen. Fährt sich sehr angenehm. Also wirklich macht Laune das Auto, ohne Spaß. Ich habe, was haben wir eingestellt? Ich glaube 22 Grad, 22,5. Heizung haben wir auf Stufe 2, Sitzheizung läuft, also fahren wir weiter, freut euch, 50 Kilometer haben wir jetzt voll und los. Ja, jetzt kommt schon an. Oh, das Ding geht vorwärts. Ja, wir haben am Anfang ein bisschen Traktionsprobleme. Er läuft schon ein gutes Teil, also fast 400 Newtonmeter. Allerdings bei dem Wetter mit Winterreifen kaum möglich. So, ich wollte euch nur geschwind zeigen, mit diesem blauen Kreis sagt er uns, wie weit ich mit dieser Ladung noch fahren kann. Also das ist schon ganz witzig, diese Geschichte. Und ja, hat was. Dann kann ich so gucken, okay, wie weit komme ich. Und dann kann ich natürlich mir die Liste holen. Wo sind meine Ladestationen im Umkreis von 350 Kilometer? Ich muss natürlich online verbunden sein, das ist klar. Ich habe jetzt das System per Hotspot mit meinem Smartphone verbunden und ziehe mir natürlich die ganzen Live-Daten hier, das sieht man runter. Und je nachdem, was wir halt empfangen haben, schauen wir mal, was wir da so hinkriegen. Dauert kurz ein bisschen. So, jetzt lenkt er wieder. Ja.
So, hier Ladestation, New Motion. Ja, hier gehen wir mal hier drauf. So, dann kann man hier nochmal drauf gehen. Dann können wir sagen, leite mich dahin. Zu dieser Ladestation brauchen wir aber nicht. Gehen wir wieder zurück. Gehen wir mal da runter. Als Ziel festlegen, Informationen. Was haben wir hier für Ladestationen? Campingplatz Alpesbach. Anschlusstyp, Ladestation Typ 1 unbekannt, okay. Lassen wir. Gehen wir wieder zurück. Zurück. Nehmen wir hier Firma Energie, Information. Ja. So, Typ 1, Öffnungszeiten, okay, brauchen wir nichts. Alles klar, dann haben wir das. Ja, so funktioniert das eigentlich wunderbar. Coole Geschichte. Gehen wir wieder auf Home. Dann haben wir hier unsere Daten wieder, wo wir gerade momentan stehen. 18 Kilowatt verbrauchen wir. Und ja, jetzt produzieren wir wieder Kilometer zurück. Das ist schon cool gemacht. Man kann auch die Stärkerekuperation nehmen. Schon witzig. Also der fährt auch richtig schön gut autonom. Also da kann man nichts sagen. Hey, macht er wunderbar. 19,3 sind wir gerade im Schnitt. Haben immer noch einen dreiviertel vollen Akku. Haben 263 Kilometer theoretische Reichweite. 80 sind wir jetzt gefahren. 1 Stunde 25, 4 Grad. Heizung läuft die ganze Zeit. Sitzheizung auch. Also da kann man nichts mehr drücken. Aber man sieht hier, ne, was habe ich bisher verbraucht an Prozent. Das meiste ist natürlich Fahrbetrieb, ist klar. So. Ja, wir haben knapp 100 Kilometer jetzt. Zweiter Stint. Wir haben kurz einen Zwischenstint gehabt. Jetzt hat sich gerade die Kamera dort verabschiedet hier. Die da. weshalb auch immer, die müssen wir jetzt nachher gleich mal geschwind austauschen. Ne? Und wir fahren jetzt Oberndorf am Neckar runter. Ja, wo stehen wir denn? Wenn ihr noch Live-Informationen haben wollt, geht auf eure Home-Taste, geht auf Informationen, dann könnt ihr euch hier das Wetter runterziehen. Aktuelle Position, hier Sonntag, leicht sonnig, das stimmt. 2 bis minus 6 Grad, wir haben aktuell minus 3 Grad. Eins zurück, nochmal eins zurück, kann ich mir aktuelle Verkehrsinformationen hier holen. Keine aktuellen, okay. Dann natürlich die Ladestation nochmal. Ach, herrlicher Ausblick, oder? Sensationell. Plus etwas trickige Straßen haben wir hier. Also müssen wir wegen aufpassen. Ja, gehen wir Home-Taste auf EV, auf unsere Daten. Und was haben wir so verbraucht bisher? Immer noch 88% Akku, 9% Klima, 3% Elektronik. Im Durchschnitt liegen wir gerade bei 18,4. Yeah, das gefällt mir. Knapp 100 Kilometer, 1 Stunde 45 gefahren. Haben noch 248 Kilometer. Und was? Ja, jetzt hat er wieder einen Kilometer dazu gewonnen. Also rekuperationstechnisch macht er das mit den Kilometern ganz entspannt. Ja. Also wirklich ganz entspannt. Gehen wir mal auf Stufe 1 Rekuperation. Dann tut er ganz entspannt zurück rekuperieren. Jetzt hier im schönen Zugpunkt runter. Ja, wieder ein Kilometer mehr. Links sieht man Charge und Power. Und dann jetzt natürlich die gefahrenen, zurückgewonnenen Kilometer, ja, beziehungsweise hunderte Meter. Ja. Und das macht er gut, da können wir dann eine Stufe mehr rekuperieren und dann bremst er schon richtig ab. Ja. Und das kann man, wenn man will, jetzt so ein bisschen mit den Pedals variieren. Ja. Und dann funktioniert das schon ganz gut. So, dann müssen wir ein bisschen rum hier, ein bisschen schärfer. Ja, also, das mal kurz zu dem Thema. Rückgewonnene Energie zeigt er mir jetzt momentan gar keine an. So, da hat er eine Gefahrensituation erkannt, deswegen hat er auch runtergebremst. So, dann gehen wir auf Stufe 2. So, ah, da zickt er schon ganz arg runter hier, ne? Ja, da stehen wir. Das Ding fährt sich echt gut, ohne Spaß, immer noch. Mir ist angenehm warm, ich habe 22,5 Grad eingestellt. Immer noch Sitzheizung. Lenkradheizung habe ich jetzt mittlerweile aus, weil sonst fangen irgendwann mal die Griffel an zu schwitzen. Fahren jetzt weiter zum ThyssenKrupp Tower in Rottweil.
Und dann gibt es nachher noch VMAX-Video und wie heißt's? Autobahn. Kamera ist wieder dran, ein bisschen Sonne hatten wir gerade da. Jetzt gucken wir mal, dass wir vielleicht ein VMAX-Video hinkriegen. Wenn nicht so viel los ist hinter mir auf der Autobahn. 7,6 Sekunden auf 100. Ja, kommen wir noch geschwind jetzt zum Zwischenstopp, wenn wir schon dabei sind. Was haben wir denn hier an Daten? Ja, 140, okay, das nehmen wir. Na, da sind wir. Jo, das autonome Fahren macht er ganz gut. So, wenn ihr noch wissen wollt, wie viel CO2-Ausstoß zum Beispiel der Kona als Benziner hätte, dann legen wir bei, das ist schon krass, irgendwie bei 138 Kilometern mit 23,1 Kilogramm CO2. Das ist jetzt einfach mal so ein Wert, den Rest lassen wir mal so stehen. Genau, so hat es jetzt der Kona Electric hier berechnet. Und ja, das zu dem Thema nochmal. Das sind wir hier auf der Seite RV. Gehen wir nochmal auf unsere Daten über. 88% natürlich Akku, Fahrbetrieb, Klima 9%, Elektronik 3%, Energie gewonnen 0. Komisch, dass er das dann anzeigt. Da fehlt mir so ein bisschen Durchschnitt irgendwie so ein bisschen. Hoch, runter, rechts, links, so ein bisschen, wie sich das verteilt. Das fehlt mir so ein bisschen. Ja, ist ja gut. So, wir verbrauchen jetzt im Schnitt 12 Kilowatt, 13 Kilowatt aktuell. Jetzt sind wir auf der Autobahn. Lass den jetzt mal laufen. Und ja, 143 Kilometer haben wir. 18,1 Kilowattstunden Verbrauch. Das finde ich okay. Wir sind bei minus 5 Grad gestartet. Vorher hatten wir kurz minus 7, dann sind wir wieder auf minus 4. Jetzt haben wir minus 3. Die ganze Zeit Öko. Aber das reicht von der Leistung völlig aus. Wir haben noch ein bisschen mehr wie 50% Akku. Ja, das ist auch in Ordnung. Wir fahren den so weit runter, bis er leer ist. Vielleicht kriegen wir den so weit, ja, dass wir kurz vorm Stehen sind. Ja, schauen wir mal. Ich quetsche alles aus dem wirklich tollen kleinen SUV von Hyundai raus. Ja, haben wir das, ne? Fahren jetzt A8 Richtung Pforzheim-Karlsruhe rüber, weil wir haben noch so viel. Das war das, was man beim Elektroauto sagen kann, ne? Ja, das ist schon echt eine andere Hausnummer und aber auch richtig gut gemacht. Ja, wir haben jetzt, bin jetzt seit drei Stunden, fünf Minuten unterwegs, sieht man im kleinen Display. 18,3 Kilowattstunden haben wir verbraucht, auch gut im Schnitt. 207 Kilometer, 91% Akku, 7% Klima, alles immer an, alles steht am Brenner, der Arsch auch. Ja, schon ganz witzig. Noch zum Thema 39, komm, schieß mich tot Akku. Da habe ich hier die Zahlen. Wo waren sie? Hier, genau. Der hat 19 Stunden mit 2,5 kW Ladezeit, Steckdose, Wechselstrom. Dann, genau, 8,5 Stunden bei 4,5 kW, sprich Wallbox mit Typ 2 Ladekabel zum Beispiel. Das zeigt er an. Und dann haben wir Gleichstrom bis 80%. Da braucht er von den Daten her genauso viel wie der mit 64 kW, ja, sprich 74 Minuten bei 50 kW und bei 100 kW 54 Minuten, ja, zu 80%. Mehr gibt es nicht. Wir schon darüber. Ja. Ja, wir fahren ja noch ein bisschen autonom. Ich hocke hier drin, die Sitze sind sehr bequem. Toll. Kann ein Head-Up-Display jetzt noch anmachen. Was jetzt hier rausfährt, kommt. Grizi. So, jetzt gehen wir wieder rüber. War ein Rechtsfahrgebot, ne? Wir haben vorher schon noch Beschleunigungsvideo gemacht. Das Ding läuft, sogar mehr wie angegeben. Weit, was heißt weit? Schon ein bisschen mehr wie angegeben. Guckt es euch an. Ja, Ambiente-Video, System-Video, das Fahrzeug selber Video, Assistenzsysteme-Video mit Auspack-Video und autonomes Fahren und Bremsassistent, Kollisionswarner, solche Geschichten. Also wir haben das ganze Wochenende, habe ich für euch
getestet, bin hier an dem Hobel gesessen. Tag und Nacht. Ja, war cool. Mich begeistert das Fahrzeug wirklich. Und macht richtig Laune. Echt brutal. Ja, da stehen wir jetzt. Wir haben noch 135, also wir machen weiter. Ich melde mich wahrscheinlich jetzt erst wieder bei 100 Kilometer, dass wir nicht so viele Steps haben. Und ja, unbegrenzt, yay, aber heute nicht für uns. Ja, da seht ihr, Heat, hier ist alles an, ja. Klima ist an. Was haben wir nochmal CO2 verbraucht, gespart, haha, ja. Und dann CO2, 34,9 Kilogramm bei 209 Kilometer Fahrleistung. Ja, es war gerade Tote Winkelwanner, der sich gemeldet hat. Funktioniert auch. Sowie auch Lenkassistent, also Spurhalteassistent, ist top. Also funktioniert alles super hier. Setup ist mir auch cool, da muss ich mal so schön die Achse verstellen, weil mir fehlt da was da unten. Okay, weiter geht's, ciao. So, Checker-Freunde, jetzt will auch die zweite Kamera nicht mehr. Dann gucken wir halt vorne raus, das sehen nämlich nicht, ist auch nicht so wichtig. Pforzheim sind wir gerade. Ja, und das Ding will nicht weniger und weniger werden. Katastrophe. Ja. Ohne Klima 100 Reichweite, mit Klima 96 noch, 29% Akku. Hier sehen wir jetzt natürlich noch einmal, wenn ich DC lade, sind es 2 Stunden 19. Wenn ich AC lade, Station 8,5. Und wenn ich tragbar, sprich das In-Control Cable, die In-Control Cable Box, sprich ICCB-Kabel, ja, dann Steckdose Schuko, dann 26,5 Stunden. Ja, finde ich cool, dann kann man sich so ein bisschen planen, wie man das möchte. Wir fahren jetzt geradeaus weiter Richtung, kenne ich von früher, den Weißenstein. Ich habe 10 Jahre selbst in Pforzheim gelebt. Kenne mich schon eigentlich ganz gut aus. Links wird es Wurmtal gehen, Richtung Weilerstadt. Wir fahren jetzt aber geradeaus nach Calw. Und werden dann noch ein bisschen Strecke machen und gucken, dass wir einfach die 0 Kilometer schaffen. Dann werden wir das nachher noch ein bisschen vollladen. Und dann wieder im Auto aus Meiling abstellen. Ja. Nochmal vielen Dank, Auto aus Meiling, Böblingen holt für dieses Fahrzeug. Echt geil. Macht Laune. Vielen Dank. Wir fahren weiter. 250 Kilometer haben wir. 17,9 Kilowatt Verbrauch. Stunden. Geil. 3 Stunden 37 nonstop unterwegs. Und habe immer noch 28% Akku. Ja. Coole Sache. Weiter geht's. Bye bye. 8% haben wir noch, sind jetzt gefahren 320 Kilometer am Stück, 4 Stunden 42 hocke ich in dem Hobel hier, nonstop, ohne Pause irgendwo, alles wunderbar. Wir sehen es hier, Ladestation, können wir direkt drauf gehen, da zeigt er uns, untersucht er Ladestation, er ist mit dem Handy verbunden, hier 540 Meter, was haben wir da, Sindelfingen. Informationen. Was haben wir da? Anschlusstyp. So, CCE Schuko. Typ 2 haben wir noch. Okay. Wunderbar. Hier. Schnell. Größer 15, kleiner 50 kW. Normal 0 bis 6 kW. Wunderbar. Und als Ziel festlegen? Nein. Zurück. Aber anrufen könnten wir auch, wenn wir wollen. Also super. Gehen wir mal kurz auf unsere Daten, nochmal schön, bevor wir dann später dann unser Fazit machen. Ja, hier sehen wir jetzt noch 25 Kilometer Reichweite, 25. So, schalten wir das mal wieder ein. Ich habe gerade geguckt, was das Klima ausmacht. Das waren 3 Kilometer. Ja, immer noch 91%. Hier so viel ist Energie, Leistung und der Rest Klima macht wirklich gar nicht so viel aus, wie man immer denkt. Und ich habe jetzt wirklich die ganze Zeit Wärme laufen lassen, etc. Also ist schon geil. Also ja, ihr seht auch hier die Dinger, die ganzen Daten, was wir haben. Gehen wir nochmal zurück. Dann haben wir hier 7% Lademöglichkeiten. Dann gehen wir nochmal 53,2 Kilogramm CO2 eingespart auf dem Papier. Ja,
trotzdem geil. Das Ding hat Leistung, im Öko-Fahren reicht völlig aus. Was soll ich nochmal sagen? Das ist echt ein Thema, das, damit kann man die ganze Woche über, sogar am Wochenende rumfahren, wie man Bock hat. Und dann noch schnell laden dazu, dann geht das schon richtig gut. Also, ich fahre das Ding noch voll ins Runter, guck mal, wie weit ich komme. Und dann machen wir unser Fazit, beziehungsweise ich. Gell? Bis später, ciao. Jo, ihr seht es, 3% Akku, 8 Kilometer Reichweite. Genau 5 Stunden fahre ich jetzt. Yay, 340 Kilometer habe ich geschafft. Und er nimmt jetzt auch im Öko-Modus fast keinen Strom mehr an. Also er hat jetzt schon reduziert, nach den 10 Kilometern, wie viele Fahrzeuge das auch machen, dass bei 9 dann nochmal Leistung reduziert wird. Hab aber immer noch Klima an. Könnt ihr jetzt mal ausmachen. Ganz. Würde jetzt daran nichts mehr ändern. Dann nimmt mir trotzdem Leistung weg. Und ja, das wird spannend. Wir fahren noch ein Stück. Also die 350 will ich packen. Kriegen wir schon noch, ne? Müssen wir ein bisschen irgendwo rekuperieren. Ein bisschen chargen. Ja, also. Nur kurz hinter uns den 2% Akku. Naja, ich bin schon in Weilerstadt. Keine Sorge, also Punktlandung. Bin nochmal von Kalf hoch über Weilerstadt, dann zurück Leonberg, Stuttgart, zurück Böbling, Sindelfingen, jetzt wieder zurück. Und bin jetzt hier wieder in Weilerstadt. Also wir machen das safe hier, weil hier ist auch mein Geschäft. Und Schwabenchecker Standpunkt, also kriegen wir schon hin. Bis zum Fazit, bis gleich. Ja, wir haben es geschafft. Yes! 1%, 2 Kilometer. Jetzt habe ich langsam keinen Bock mehr. Jetzt bin ich 5 Stunden und 10 Minuten gefahren. Hat einen tollen Durchschnittsverbrauch. Das gefällt mir. Von 17,6 Kilowattstunden. Wir hatten viel bergauf, bergab. Wir hatten locker 150, 170 Kilometer Autobahn, dann Würmtal, dann wieder Kalfte Berg hoch, wieder runter hinten. Wir haben es wirklich, oder ich habe es wirklich alles mitgenommen, was so geht. Ist eigentlich schon extrem, was man eigentlich den ganzen Tag nicht macht. Aber jetzt seht ihr mal, was ist doch möglich. 350 Kilometer packt er. Angefangen bei minus 7 Grad, jetzt 0 Grad. War lange, aber Minusgrade. Und ich denke, im Sommer oder bei 15, 20 Grad läuft der locker 400, sogar, ich meine mehr wie 400, ich schätze mal 420, 430 Kilometer wird man mit dem packen können. Und ich hatte die ganze Zeit Heizung an, Sitzheizung, Lenkradheizung, ich habe das Handy geladen. Also alles da, Licht war teils an und für mich war das sehr real und hat richtig Laune gemacht. Was da passiert ist, ich bin mega überrascht über den Kona, das ist echt so ein Thema, ja, Elektroautos, wer es mag, nicht mag, ist, ja, das spaltet sich sehr groß, allerdings muss ich sagen, der Kona ist wirklich toll gemacht, Elektrik, mit dem großen Akku, den würde ich auch nehmen, dann habt ihr echt Möglichkeiten zu planen, ich würde safe mit diesem Auto nach Spanien in Urlaub fahren, Punkt aus. Klar, der Kofferraum ist jetzt nicht der allergrößte, aber für zwei Personen oder drei, dann noch den Kofferraum umlegen, nutzen, kannst du da echt nach Spanien fahren. Da planst du 4 Stops ein mit Laden, das machst du eh, dann bist du da unten. Das ist mega. Fährt sich toll, sehr komfortabel, mir tut nichts weh. Ja, bin jetzt 5 Stunden 12 hier drin gesessen. Perfekt. Hier nochmal die Daten, ja. Das sehen wir so auf dem kleinen Bildschirm, 2 Kilometer Reichweite. Er hat jetzt auch nochmal Strom weggenommen, wo nur noch 5 Kilometer Reichweite war. Hat man nochmal gemerkt, oh, jetzt geht fast gar nichts mehr. Dann kam auch die Schildkröte ins Bild unter dem Autoholzeichen. Mega. Also, schade, dass er mir keine Energierückgewinnungs-KW-Zahl zeigt. Weshalb auch immer. Das nervt mich ein bisschen, warum da nichts kommt. Klar, weil es wahrscheinlich gleich wieder verbraucht hat, aber trotzdem hätte ich jetzt gern gesehen, was ist da passiert. Ausgangspunkt waren 367 Kilometer. Bin da sehr zufrieden. Ich habe gedacht, wir schaffen nicht mal, oder gerade, sagen wir die 300, 310 war so mein Thema, weil es dann doch schon kalt war. Ja, wenn wir jetzt Gleichstrom laden wollen, bis zu 100 kW, zeigt er uns jetzt hier 3 Stunden an.
abbrechen. Wir können natürlich noch schneller laden jetzt, wenn wir 100, also wenn wir 100, also ich schätze mal, das sind jetzt so ungefähr 30, 40, 50 kW, was wir laden, und wir kommen auf 381 Kilometer Reichweite. Mit 100 kW wären wir dann mit Sicherheit schneller voll. Und wenn wir Lust haben, das Ganze mit dem Schuko-Stecker zu laden, in Cable Control Box, ja, mit diesem Kästchen dran von der Ladebox, mit dem Ladekabel, wo man Steckdose steckt, dann 36 Stunden. ja, ist cool. Ja, da war er gerade. Bei 1,52, warum ist der jetzt abgehauen? Ja, egal. Machen wir Plus, machen wir 80, okay. So, 80%, eine Stunde. Na, 300 Kilometer Reichweite. Das ist cool. Das ist cool. Das mag ich. Ja, mega. Gehen wir nochmal zurück auf unseren 57,4 Kilogramm CO2-Ausstoß. Vergleichbar zu einem Benziner gespart. Lassen wir auf dem Papier so stehen. Wir haben hier noch einen Verlauf. Okay, das ist bloß meine Route, da kommt jetzt sonst nichts mehr. Die alte Route, 90 Kilometer. Ja, unser Kreis hat sich etwas eingeengt. so, gehen wir mal hin, zoomen wir hin. Also wie weit kommen wir noch von Weilerstadt aus? Nicht einmal aus, gerade doch, aus, also nach Merklingen würden wir gerade noch kommen, 2 Kilometer. ja, da war es das schon, ja, vor war es noch nach München. Also, cool, ja, geschafft, gepackt. Kona Langzeittest, vielen Dank. Ich mache noch eine Kurzversion, ich mache eine normale Langversion, weil da haben manche gemerkt, das sei zu lang, eine halbe Stunde, 40 Minuten, wie auch immer. Ja, war gut. Tolles Auto, alle Assistenzsysteme haben funktioniert, wie sie sollen. Head-Up-Display. Ab und zu ist meine Kamera ausgefallen, war aus. Haben wir sie geladen. Jetzt hängt eine wieder dran, jetzt liegt die andere hier. Die ist immer noch an und geht nicht mehr aus. Keine Ahnung, was sie treibt. Aber egal. Ja, vielen Dank nochmal ins Autohaus Meiling in Böbling auf der Hulb. Da steht dieses Fahrzeug. Testet den mal. Ihr werdet begeistert sein. Und ja, die Bremsen sind auch gut. Systeme funktionieren super. Auch Bremsassistent hat vor ein, zwei Mal gezuckt, weil ich nicht gleich gebremst habe. Das wollte ich jetzt auch nicht, aber war dann schon zügig. Aber war super. Also wunderbar, kann man sich echt drauf verlassen. Ab und zu hat aber der Abstandsradar parkende Fahrzeuge erkannt. Das war nicht ganz so toll. Hat er abgebremst, einfach obwohl keiner da war oder ein Auto geparkt hat. Das ist doof, okay. Und er lässt sich nicht separat, der Spurhalteassistent lässt sich nicht separat vom Stauassist ausschalten. Das heißt, er lenkt immer mit und dann hat man so ein komisches Gefühl im Lenkrad. Ne? Oh, das Lenkrad ist warm. Lenkradheizung, die geht noch. Die geht noch, ja. Ha. Ja. Sonst kann man, hab ich keine großen Daten mehr. Leider. Ne, das war's. Standmodus brauchen wir nichts mehr. Wir haben unser Menü hier gecheckt. Hierhin 1%, 92%, 6% Klima, 2% Elektronik. So hat sich das verteilt. Ja, also Klima nimmt 6% weg. Also ich habe trotzdem die ganze Zeit immer warm gehabt. Ich habe nicht gefroren und ich bin eigentlich einer, der gern friert. Ne? Also war safe gut. Danke Hyundai für den tollen Kona Electric 64 kW Akku. Hat mir tierisch Spaß gemacht. Tolles Auto. Würde mir gefallen. Macht's gut. Das war's. Ja, danke fürs Schwabenchecker schauen. Ja, und wenn ihr weiterhin Bock auf uns habt, abonniert uns doch einfach oder lasst einfach einen Daumen hoch da. Und wenn ihr uns weiterhin folgen möchtet, könnt ihr das über Facebook, YouTube und Instagram tun. Da bekommt ihr immer Neuigkeiten, Bilder, Videos, was wir so treiben. Vielen Dank dafür. Jetzt habt ihr hier noch 3 Videos, wo ihr euch einklicken könnt. Schaut es euch an. Habt viel Spaß. Wir sagen danke fürs Schauen und bis bald, eure Schwabenchecker. Ciao.